Hallo ihr Gwirlinge! Es regnet schon wieder in Groß-Gwirdorf und anders als am Ende der letzten Episode angekündigt, ist der Herr Baron noch nicht aufgebrochen mit seinen Gefährten zu einer Tour durch die südlichen Nahmarschen, sondern wird erst einmal hier noch ein bisschen handeln. Und zwar werde ich zum einen einige Baupunkte kaufen und zum anderen werde ich hier mal gerade ein bisschen aussortieren. Hier an Tränken, beziehungsweise eher so an Stäben und vielleicht auch an Schriftrollen, die unten irgendwo sind. Weil es gibt jetzt noch einiges, was ich hier habe, was ich vermutlich nicht mehr benötigen werde. Also Beispiel. Die Segenschriftrollen, die dauern halt alle nur eine Minute hier, so ein Segen. Was ist jetzt nicht besonders viel. Oder Säurepfeil. Bin ich sicher, ob das sinnvoll ist. Ich würde hier mal durchgehen, was ich an Sachen haben, die ich vielleicht verkaufen könnte, weil die Helden jetzt mittlerweile das Gleiche besser zaubern können. Und dann im Gegenzug ein paar Baupunkte erstehen. Und wie viele das sind und was ich damit machen werde, das sehen wir gleich. So, ich kaufe mir 100 Baupunkte und habe ein bisschen Kram hier aussortiert. Das sind vor allen Dingen Sachen, die von ihrer Zauberstufe her auf der Zauberstufe 1 sind, also nur relativ kurz wirken. Oder wo ich halt nur eine einzelne Person schützen kann, wie hier Schutz vor Chaos für eine Person. Naja, ich habe ja gemeinschaftlichen Schutz vor Gesinnung. Das hilft dann besser. Und hier, ich habe so viele Segenspruchrollen, da habe ich mal so die knappe Hälfte verkauft. Und ja, so ein paar andere Sachen. Zauberstäbe hier, rascher Rückzug. Persönlich habe ich noch nie benutzt. Werde ich wahrscheinlich auch nie machen, wenn es nur persönlich funktioniert. Und ohrenbetäubender Schrei, Zauberstufe 1, eine Runde. Erscheint auch nicht so toll. Ein bisschen Überblick bewahren und erhalten. 100 Baupunkte sind gekauft. Das kostet den Herrn Baron jetzt noch knappe 8000 Goldstücke. Und dann hüpft er nochmal rüber in die Baronie. Denn dem Herrn Baron ist aufgefallen, dass außer Amiri gerade keiner was zu tun hat. Und das geht gar nicht. Die Damen- und Herrenberater sollen gefälligst was machen. Und ich würde Harry mal aus dem Schneider nehmen, weil das nächste, was ich gerne machen würde, wäre der Rangaufstieg im Bereich Göttlich. Das heißt, es ist jetzt keine gute Idee, Harem auf irgendein Fluchforschungsprojekt anzusetzen. Aber ein paar andere Sachen können wir machen. Wir können zum Beispiel die Bronzeschildfestung wieder instand setzen für 100 Baupunkte. 30 Tage ist natürlich ein Wort, aber wenn nicht jetzt, wann dann? Also mach das bitte. Und außerdem habe ich mir überlegt, dass Valerie das 14-tägige Projekt machen kann, Schutz der Armen und Schwachen. Dauert 14 Tage, das ist überschaubar. In 14 Tagen ist immer noch der gleiche Monat. Da kann so gesehen nicht viel Schlimmes passieren. Die 50 Baupunkte habe ich auch, also go. Und damit haben zumindest 3 der 6 Ratsmitglieder was zu tun. Und jetzt geht's draußen vor die Tore Groß-Gewirrdorfs und in der Stammgruppe. Und zwar in der Stammgruppe. Und auf dem Weg nach draußen hatte Dringi nochmal 22 Baupunkte gekauft. Ich brauche ja welche, um hier Dinge zu annektieren, richtig? Das werden wir gleich sehen. Also, eine Tour durch die südlichen Nahlmarschen ist angesagt. Und zwar so, hier ist die Nahlwacht, genau hier war so ungefähr die Grenze. Und dann hier runter. Also das ist vielleicht noch im Gebiet drin, wer weiß. Was ist denn zuerst im Gebiet drin? Hier, das da auf alle Fälle. Und das einsame Haus ist da. Das hier weiß ich gar nicht, ob das noch dazu gehört. So viel ist es ja gar nicht. Ich würde übrigens die Tour nutzen, um noch einmal über die verschiedenen Karten hier zu laufen. Also da hätten wir hier zum Beispiel die Furt durch den Skunkfluss und das einsame Haus und so weiter. Und ich würde die ganzen Karten nochmal mit einer höheren Wahrnehmung ablaufen. Vielleicht findet sich ja noch irgendwas. Ich würde das aber im Video großzügig überspringen und nur euch dazu nehmen, falls ich da noch was finde. Also deswegen geht's erstmal hier zum Skunkfluss. Was ist denn schon wieder los? Wir sind doch gerade erst aus der Baronie raus. Und wieso kann ich jetzt hier eigentlich nicht in die Baronie reingehen? Das ist doch alles mein Gelände hier. Warte mal. Wo ist, wieso habe ich hier auf der Straße hier nicht das Königreich? Das ist komisch. Geh mal hin. Was ist denn schon wieder los?
Siedlung verbessern. Du kannst jetzt Siedlungen in deiner Baronie verbessern. Pro 3 Dörfer, die du in deinem Reich erlangt hast, kannst du eines davon zu einer Siedlung verbessern. Also Siedlung ist wahrscheinlich dann eine Stadt. Vorausgesetzt, es sind mindestens 6 Plätze in dem Dorf besetzt. Die erste Verbesserung muss in der Hauptstadt vorgenommen werden, okay? Schließe das entsprechende Projekt im Reiter Projekte ab, um mit einer Verbesserung zu beginnen. Wenn die Verbesserung abgeschlossen ist, erhöht sich die Anzahl der Plätze in der Siedlung auf 20 und die Liste der Gebäude wird erweitert. Wenn deine Baronie über mindestens 3 Siedlungen und mindestens 16 besetzte Bauplätze in der Hauptstadt verfügt, kannst du die Hauptstadt zu einer Stadt verbessern. Ach, das ist ja immer noch keine Stadt dann. Okay. Also eine Siedlung ist mehr wert als ein Dorf. Ich finde ja eine Siedlung vom sprachlichen Gefühl her weniger wert als ein Dorf, aber okay. Verheerende Raubtiere sind anders. Vor dem 1.6. Ich glaube, Amiri oder wer ist dann irgendwie fertig? Das Problem wird erstmal vertagt. Und das Projekt, worum es gerade ging, war das hier. 7 Tage. Muss man dafür in der Stadt sein? Wachstum, Projektkosten. Puhuhu. Kann ich jetzt sowieso nicht machen. Okay, und dann wieder raus. Ja, Skunkfluss. Fort durch Selbigen. Ich laufe die Karte gerade mal ab und schaue, ob da irgendwas übersehen worden ist. Und hier bin ich. Ich habe noch was gefunden tatsächlich. Da links oben in einem Beutelchen, was ein bisschen seltsam ist, weil das ist das rußgeschwärzte Brandzeichen. Das haben wir eigentlich schon mal gefunden. Das ist ein Bug, dass es neu da ist. Aber ich verkaufe es halt auf dem Markt. Ist okay. Und weiter geht's. Und wieder draußen. Mehr war nicht zu finden. Es geht weiter. Ich will jetzt hier hin zum verlassenen Labor. Arkan plus 2. Und das führt mich über das einsame Haus von Bartolomeos Delgado. Das werde ich mir auch gerade nochmal anschauen. Wieder da, nichts gefunden. Also geht die Reise weiter. Und es geht Turm im Kerzenmeer. Ach, wir haben ja jetzt hier. Stimmt, wir haben ja das Gebiet, in dem der Turm im Kerzenmeer steht, jetzt annektiert. Das wäre Grund genug, eigentlich mal bei dem Typen da vorbeizuschauen, der das Portal bewacht, dieser Netis-Priester. Das machen wir mal. Nicht, dass hier irgendwelche neuen Katastrophen sich zusammenbrauen. Ich schau mal rein, laufe die Karte ab, ob sich noch was finden lässt und spreche mal mit diesem Priester. Wenn was Neues ist, nehme ich euch dazu. Bing! Was gefunden! Hey! Schwierigkeitsgrad 30 immerhin. Da sind wir, ganz unten. Stopp. Dringil hat es von hier aus entdeckt. Aha, also soweit ist Dringils Guckradius. I am prepared. Oh, ein Zauberstab, tiefe Verzweiflung. Schön, dass wir drüber geredet haben. Sehr gut. Ein Geheimverscheck, so. Und ich suche weiter. Und wieder draußen. Es gab nichts mehr Neues. Der Priester hatte nichts zu erzählen. Aber die eine Stelle, wo man durchs Gestrüpp gehen konnte, die habe ich nochmal passiert. Da gab es jeweils 90 Erfahrungspunkte für rein und raus. Ich weiß gar nicht, ob ich das damals gar nicht gemacht hatte. Naja, jedenfalls, jetzt habe ich es. Und es geht weiter in Richtung. Da wollen wir eigentlich hin. Reisen. May we have a moment of respite? Nein, machen wir nicht. Beanspruchen. 15 Baupunkte kostet das. Das ist ganz schön heftig. Aber Arkan ist auch schwer zu steigern im Moment. Wir beanspruchen das. Arkan plus 2. Dann wäre das nächste, was man beanspruchen könnte. Hier oben ist nichts mehr, aber ich gehe auf meiner nochmal Check-Tour hier über das Banditenlager. Den zerstörten Wachturm. Na gut, nach Nalwacht rein müssen wir, glaube ich, jetzt nicht. Aber dann über Nalwacht, dann hier runter, da an die Stelle. Zwergische Befestigungen. Und dann können wir unten bei dem Koboldhändler nochmal vorbeischauen. Und dann hier unten wieder zurück. Irgendwie so. Viel zu erobern ist ja gar nicht. Das hier vielleicht noch.
Na, mal schauen. Also auf alle Fälle erstmal zum Banditenlager. Geht einfach weiter. Und ich schaue es mir nochmal an. Me see, me keep. Haha, wieder was gefunden. 25er Schwierigkeit. Eine alte Wurzel. Me see, me keep. 57 Goldstücke und ein Goldring. Mhm. Und ich denke, ich werde die Karte gleich mal nutzen für eine Rast. Das passt rollenspielerisch einfach zu gut, das hier zu machen. Wo doch schon ein bisschen ein Rastplatz angelegt ist, so zum Teil. Durch irgendwelche verblichenen Banditen. Und dann werden wir mal was Neues ausprobieren. Also macht euch ein Lagerfeuer. Hier. Und ich habe das Rezept dabei, also die Zutaten für diese Kasserole. Wir nutzen zwar Rationen, aber wir versuchen zu kochen. Die Monster-Kasserole, genau. Und das bleibt so, wie es ist. Okay, beginnen. Who chose this route? My feet are killing me. Isn't there a better path? Next time you lead. I don't care about your feet. Ach Mensch, Michel. Fürchterlich. Hey, Gonka sagt, wer hat diese Route gewählt? Meine Füße bringen mich um. Gibt es keinen besseren Weg? Und Ekodayo, nächstes Mal führt ihr uns. Eure Füße sind mir egal. Die beiden werden echt keine Freunde mehr. Fortfahren. Alles wieder heile und es geht raus und weiter. Was ist denn das hier eigentlich? Ach so, du hast das aktiviert. Mach das mal aus. Und es geht weiter auf die Karte und dann in Richtung Wachturm, glaube ich. Genau, es geht weiter in Richtung zerstörter Wachturm. Das ist eine große Karte, das wird eine Weile dauern. Aber soll euer Problem nicht sein, denn ich nehme euch nur dazu, wenn sich irgendwas Neues ergibt. Aber da war nichts mehr zu finden. Die Helden haben sich noch ein paar Erfahrungspunkte abholen können. Durch Beweglichkeitsproben, alte, eingestürzte Treppe rauf und runter und umgestürzte Baum rauf und runter. Aber mehr war da nicht. Und jetzt geht's weiter. Hier ist ja das Gebiet zu Ende. Die Nahlwacht markiert ja fast die Grenze des Gebiets. Das hier ist schon die nördliche Nahlmarsch. Das heißt, dass da den Magierturm werde ich nicht beanspruchen können. In die Nahlwacht reinzulaufen ist gerade auch nicht so sinnvoll. Die grünen Gemächer sind, glaube ich, auch schon außerhalb. Also ging es in Koboldpfad, könnte man sich anschauen. Koboldlager. Das hier, das ist bestimmt noch im Gebiet drin. Dann machen wir das. Geht mal dahin. Und kämpfen. I, was bist denn du? Ein giftiger, modernder Schlurfer. Ne? Giftiger aus meinem Stichwort. Something bothering you? Ja. Mich bothert vielleicht ein bisschen Gift, das wir hier haben könnten. Macht euer Ding hier. Was? Wieso habe ich jetzt schon Giftschaden bekommen? Er hat doch noch gar nicht angegriffen. Das halte ich ja für ein großes Gerücht, was hier passiert ist. Aber von mir aus, Attacke. Das hast du jetzt davon. Ich kann ja gar nichts aufheben. Der scheint eine Giftaura zu haben, die sofort Giftschaden macht, wenn man da nicht rausrennt, wenn das überhaupt geht. Na gut. Überstanden ist überstanden. Es bleibt nur eine grüne, schleimige Pfütze übrig mit einigen brockigen Einlagen. Und es geht immer noch weiter zu diesem Ding. Das kann ich beanspruchen. Kostet mich 15 Baupunkte und dann habe ich plus 3 Militär. Das mache ich. Bollwerke. Und dann hätten wir hier die Trollwildnis. Naja, die zu besuchen macht eigentlich nur dann Sinn, wenn das Projekt der Wiederherstellung der Festung abgeschlossen ist. Dann sollte man die sich nochmal anschauen. Deswegen spare ich mir das jetzt
Und mehr Sachen hatte ich jetzt hier gar nicht an blauen Sachen. Das ist echt wenig. Es waren jetzt 2 Stück. Vielleicht ist das noch im Herrschaftsgebiet. Das kann sein. Das hier eher nicht mehr. So, was mache ich denn jetzt? Ich gehe jetzt Koboldpfad, Koboldlager, Hütte der Sumpfhexe, Monsterbau, Trolllichtung. Gut, die abgeschiedene Hütte können wir vergessen. Ah, im Dorf der Echsenvolkes, da kann ich nochmal vorbeischauen, weil ich ja die Dickhäuterkönige bekämpft habe irgendwo. Stimmt. Vielleicht ist das interessant für die Bewohner dort. Aber erstmal ginge es über den Koboldpfad. Eins von denen war ja bloß so eine Skriptaktion. Ich glaube, der Koboldpfad war eine Skriptaktion. Das Koboldlager hingegen, das war was Eigenes. Geht da mal hin. Wie geht denn hier da? Wie ist das da oben? Eisen. Der Herr Baron schaut sich seine neue Länderei nochmal ganz genau an. Und ich untersuche das Koboldlager. Falls da was ist, nehme ich euch dazu. Wenn nicht, geht's hier gleich weiter. Nö, da war nix. Drum weiter. Hütte der Sumpfhexe. Die lasse ich aus, weil ich mit der alten Zausel sprechen werde, sobald ich das Sensenbaum-Fluchprojekt abgeschlossen habe. Dann habe ich nämlich alle Fluchprojekte erkundet, die mit ihrer Hütte hier was zu tun hatten. Und dann habe ich da eh nochmal ein Gespräch zu führen. Deswegen geht es über den Monsterbau und die Trolllichtung nochmal ins Dorf der Echsenmenschen. Und ich glaube, die Helden müssten da nochmal rasten. Ich schaue mir den Monsterbau nochmal an und dann geht's da wahrscheinlich mindestens gleich für die Rast weiter. Nö, hier ist nichts mehr, aber macht euch hier mal ein Lagerfeuerchen. Mal schauen, was ihr zu schnacken habt. Beginnen. I see how you care about your wolf. This is very noble and merciful. We take care of each other. That's how it is in a pack. It's nothing to do with nobleness. Irgendwie egal, wer sein Wort an Ekundario richtet, Zustimmung hat er nicht zu erwarten. Denn selbst der Michel, der die gleiche Gesinnung hat wie Ekundario, beißt auf Granit. Er sagt, ich sehe, wie ihr euch um euren Wolf kümmert. Das ist sehr edel und barmherzig. Und Ekundario erwidert, wir kümmern uns umeinander. So macht man das im Rudel. Mit edel hat das nichts zu tun. Rudel. Ich glaube, Ekundario und Amiri wären ein gutes Team. Jetzt hat das Kochen geklappt. Was macht denn das hier? Die Monsterkasserole macht, wenn du eine Monsterkasserole isst, erhältst du einen Tag lang einen Bonus von +2 auf Schadenswürfe. Aha. Das ist aber niemandes Leibgericht. Gut zu wissen. Dann gehen wir hier ganz schnell wieder weg. Kopfmampf, halt die Klappe. Wir haben noch einen Rundgang zu machen. Beziehungsweise abzuschließen. All according to plan. Und selbiger führt weiter zur Trollrichtung. Trolllichtung. Achso, das war auch so eine, ja, Skriptaktion. Dann das Dorf der Echsenmenschen wäre interessant nochmal. Gleiches Vorgehen, ich schaue rein und nehme euch dazu, falls irgendwas Neues oder Interessantes auftaucht. Nein, da hat sich nichts verändert. Das Echsendorf ist immer noch bevölkert und man kann leider dem Ältesten des Volkes nicht sagen, dass man die Dickhäuter-Königin und König da umgehauen hat. Schade. So, es ging jetzt weiter. Lamastus-Schrein, das ist hier nicht so interessant, da waren wir erst vor kurzem. Ich würde hier mal hingehen wollen. Reisen. Darf ich dich jetzt beanspruchen? Nee, das ist immer noch, also das Kabellande schon. Dann würde ich sagen, wir gehen zurück in die Hauptstadt. Mehr war hier nicht zu beanspruchen. Hier oben, das ist nicht mehr im Gebiet drin, da bin ich mir ziemlich sicher. Dann waren es ja nur zwei Sachen und ein paar Kleinigkeiten hier und da. Hat sich jetzt nicht so gelohnt, aber Dringi wollte doch mal schauen, was hier sein neues Gelände zu bieten hat. Die Helden kehren zurück in die Hauptstadt.
Achso, bei der Brücke über den Gudrin ist noch ein bisschen Krempel. Den nehme ich gleich noch mit bei der Gelegenheit. Bäh. Was haben wir denn hier? Manticoren. Let us strike as one. Das hat sich ja gelohnt für euch. Weg hier. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Was hatten sich die Manticoren davon versprochen, hier anzugreifen? Die sind doch richtig doof. Fortfahren, bitte. Ich heb gerade noch ein paar Sachen von der Brücke über den Gudrin auf. Das sind noch so eine Dutzend Rüstungen ungefähr. Und dann schleppen sich die Helden noch zurück in die Hauptstadt. Da warten schon Regierungsgeschäfte. Es geht direkt zum Marktplatz. Und das gibt erwartungsgemäß nicht viel Gold. 947. Handeln. Und dann schnell schlafen. Und die Nase mal in den Thronsaal gesteckt. Da kommt jemand. Wer ist das? Das ist ein Bocken. Tatsächlich. Völlig unbeeindruckt von der peinlichen Stille wühlt Bocken eine Weile lang in seiner Tasche. Schließlich zieht er ein großes, in braunes Papier eingeschlagenes Paket heraus. Hier bitte, eine Kleinigkeit des alten Bocken für euch. Ich glaube übrigens, dass ich nicht mehr Bockens einzigartiges Ding kriegen werde. Das scheint verbuggt zu sein. Das ist jetzt schon so lange her. Ich glaube nicht, dass da noch was kommt. Säureöl. Aha, fortfahren. Und wir geben immer wieder auf, dass er ein bisschen was Besonderes herstellt. Alchemistische Gegenstände klingt immer noch gut. Macht das so. Ja, dankeschön. Bocken. Noch was? Nee. Was sagt die Baronie? Ein neues Ereignis. Der magische Wind mal wieder. Den ist schon wieder ihre Linse zerbrochen. Das könnte Harim machen. Mit 10. Nehmen wir mal. Nee, das will ich ja jetzt mit einem Aufstieg machen. Kurz überlegen. Ich hätte. Wer macht eigentlich gerade was? Jaulende Wölfe ist in 3 Tagen fertig. 23 Tage hier. 7 Tage dort. Als nächstes würde ich gerne den Rangaufstieg machen für den Harim, den Priester. Ja, hohe Priester. Dauert lediglich 14 Tage, dann hätte ich auch wieder genug Spielgeld, um irgendwas bauen zu können in Narlwacht. Problem ist, dass ich dann über den Monatswechsel drüber komme, weil 14 plus 19 sind 33 und der Monat 5 hat nur 31 Tage. Ich hoffe einfach mal, dass jetzt nichts passiert, was irgendwie ganz besonders schlimm ist. Aber ich werde es sicher jetzt einfach mal speichern vorher. So, die Raubzüge, da habe ich Zeit. Hier, warte mal, was? Nee, das ist der 1.6. Habe ich jetzt nicht. Das kann nur Harim machen. Jetzt habe ich da so ein Problem, was ich mir dann einhandle. Das hier, verheerende Raubzüge, das kann nicht gelöst werden. Valerie oder Amiri? Valerie oder Amiri? 3 Tage. Valerie ist länger beschäftigt. Okay. 1, 2, 3. Erfolg, Valerie ist frei, jaulende Wölfe erledigt. Das heißt, du kannst... Das haben wir schon das nächste hier schon wieder. Ach, Audienz, was will die denn schon wieder? Ich habe keine Zeit. Nee, das muss ich sausen lassen hier. Kümmere dich um das Problem.
12, Schwierigkeitsgrad 15, das sollte eigentlich klappen. Magischer Wind ist immer noch das Problem. Warte, wie lange dauert das? Eine Tage. Jubilos könnte das machen, aber der ist halt noch mit dem Kram da lange beschäftigt. Die Gelegenheit muss ich sausen lassen. Ich muss jetzt dringend Rangaufstieg Hohepriester machen. Unterstützung der Vorhaben des Hohepriesters. Starten. Hat das Geld gekostet? Scheinbar gar nicht, oder? Rangaufstieg 2, schön. Dank der Bemühungen des Hohepriesters und des Barons ist der Glaube in der Baronie stärker denn je. Nee. Magischer Wind, ja, das war klar, dass ich das nicht würde machen können. Aha, Valerie ist frei. Schutz der Armen und Schwachen hat sie abgeschlossen. Was macht denn das? Die Regentin erhört jeden Hilferuf der Gemeinschaft und löst Probleme mit einem Bonus von plus 1. Ah, ich habe einen Buff für Valerie. Aha, was ist noch neu? Unruhige Gefilde, eine Gelegenheit. Die kann der Mittel ergreifen. Ich glaube, das ist relativ sinnvoll. Mach das. So, was wäre das nächste? Amiri will mich sprechen. Das müssen wir uns erstmal anschauen. War das nicht so, dass du... Hier, natürlich da. Thronsaal. Amiri sagt, hört mir zu, Dringil. Ich bin nicht euer General geworden, um Verbrecher zu jagen und Banditen aufzuhängen. Bisher bin ich mit all dem zurechtgekommen, aber nun ist eure Armee so groß geworden, dass ich für Wachdienste keine Zeit mehr habe. Ich brauche einen Marschall, der die Ordnung auf den Straßen gewährleistet. Es gibt noch etwas. Eure Soldaten werden bald draußen auf dem Boden schlafen müssen. Unsere Armee wird immer größer, aber wir haben keine Unterkünfte mehr für sie. Ich bin zwar dafür, den neuen Rekruten beizubringen, wie man unter widrigen Umständen überlebt, aber wenn diese Waschlappen nicht bald Betten bekommen, werden sie uns wieder weglaufen. Waschlappen. Amiri grinst. Meine Meinung ist folgende. Wenn wir für sie eine Kaserne bauen sollen, ich habe noch eine, dann am besten an der Grenze. Dort sollen sie laufen lernen, durch die Gegend patrouillieren und ein paar Spione fangen. Und falls uns jemand angreift, umso besser. Eine echte Schlacht ist besser als jedes Training. Was sagt ihr? Wo errichten wir die Kaserne? Dann am besten an der Grenze. Da können sie patrouillieren. In der Hauptstadt ist schon eine Kaserne. Also rein rollenspielerisch und technisch haben wir da in der Hauptstadt bereits eine Kaserne errichtet. Das ist ein Gebäude, was wir da bauen konnten. Deswegen ist es jetzt sinnvoll, tatsächlich das an der Grenze zu machen. Auch wenn die Kaserne, die in der Hauptstadt steht, nicht den Zweck erfüllt, den Amiri hier damit erfüllen haben möchte. Aber rollenspielerisch gesehen gibt es in der Hauptstadt schon eine Kaserne. Deswegen, wir werden die Kaserne an der Grenze errichten. Das ist schon besser. Sollen sie unmittelbar erfahren, was es heißt, ein Krieger zu sein. Danke. Opportunist. Noch was? Nee. Jetzt haben wir ja bestimmt ein neues Bauprojekt. So, das haben wir gemacht. Ach du meine Güte, was ist denn jetzt schon wieder los? Ach so, natürlich. Ich kann jetzt Militär auf Rang 4 bringen, ja. Ich kann... Was ist hier? Verteidiger des Landes. Moralbonus von plus 1 auf Angriffs- und Schadenswürfe im Kampf in beanspruchten Regionen. 100 Punkte. Aber nur 14 Tage. Das ist... Ach, du bist gerade beschäftigt. Ausbildungslager an der Grenze. 125. Das kann natürlich auch nur sie machen, logisch. Okay, also... Ich habe einen neuen Ratgeberposten zu besetzen. Wow, was ist das für einer? Was ist das mit... Das ist die Stabilität, richtig? Tatsächlich, Stabilität. Aha, wer ist denn da? Habe ich überhaupt jemanden? Ich kann Rekonka in den Rat berufen. Das ist ein Riesenspaß. Der Marschall, die Marschallin wartet in Frieden in der Baronie, verfolgt Gesetzesbrecher und schützt gesetzestreue Bürger.
Egon ist bestrebt, unnötige Konflikte zu vermeiden und Regonka löst Probleme mit roher Gewalt. Bei der 1 plus 3, warte mal. Konstitution. Ihr kriegt jetzt einen Bonus, wenn ihr konstitutiv seid. Moment mal gerade. Da müssen wir gerade mal in die... wie geht denn das? Hier. In die Heldeninventare schauen. Konstitution hast du 16 und du hast auch 16. Deswegen ist euer Bonus identisch von plus 3. Du hast schon einen Gürtel, der dir Konstitution gibt. Körperkraft und Konstitution plus 4. Du hast einen, der gibt dir lediglich plus 2. Das heißt... Warte mal, wenn... Also es ist natürlich im Kampf nicht mehr so ideal, aber wenn du den nimmst, hättest du einen höheren Konstitutionenbonus. Dann ist natürlich der Geschicklichkeitsbonus jetzt nicht mehr bei dir so gut. Das ist jetzt die Frage, was ist mir lieber? Also eigentlich bräuchte ich einen Gürtel, der dir Geschicklichkeit und Konstitution boostet. Das ist der hier. Knock Knock macht so viel Schaden, dass ich glaube, dass er tatsächlich auf einen Punkt Geschicklichkeitsmodifikator verzichten können wird. Genau, da geht der Gürtel zu dir. Dann ist dein Schaden auch wieder genauso wie vorher. Nee, sogar besser. Du hast jetzt plus 4 Geschicklichkeit, richtig. Und Konstitution halt auch plus 4. Und du kannst den wieder anziehen. Und dann hat jetzt theoretisch Ekondayo einen Vorteil gegenüber Regonga. Wenn ich mich nicht irre. Ich würde auch erstmal Ekondayo die Chance geben, weil Regonga wie soll ich das mal sagen? Also Dringil mag Regonga durchaus. Ja, das liegt zu einem gewissen Grad auch daran, dass Regonga Dringil immer mal anbaggert. Auch wenn das irgendwie auf taube Ohren stößt, aber es schmeichelt natürlich trotzdem, ja. Auch wenn man von jemandem angebaggert wird, der selbst nicht der eigene Typ ist, dann ist es ja trotzdem irgendwie schmeichelhaft, wenn es in einem gewissen Rahmen bleibt. Und das tut es hier in dem Fall. Und Regonga ist eine Wundertüte an Dingen, die man im Kampf gut gebrauchen kann. Aber er hält, also Dringil hält Regonga aufgrund auch seiner Biografie nicht für erfahren genug, einen Ratsposten zu begleiten und zu bekleiden. Zumindest nicht im Moment. Charisma Reif plus 4. War der nicht bei ihm besser aufgehoben? Ach, das habe ich hier Harim gar nicht. Na, ist es egal. Wir gehen hier raus. Ich würde jetzt Ekondayo berufen. Wo ist der? Da unten. Ekondayo kommt nur für diesen Posten in Frage. Regonga käme sogar als Amiri-Ersatz in Frage. Das ist auch zu überlegen. Aber wir machen mal Ekondayo. Der hat jetzt einen plus 4er Bonus. Unnötige Konflikte zu vermeiden ist auch gerade das, was Dringil sinnvoll findet, nach dem ganzen Ärger der letzten Monate. So, jetzt habe ich da einen neuen. Heißt das, ich kann jetzt andere Dinge ich muss erstmal da weggehen hier. So, hier unten. Was ist zu tun? Unruhige Gefilde, das macht der Michel. Hauptzüge ist auch schon in Bearbeitung. 11 Tage und 17 Tage. So. Du bist in 6 Tagen fertig. Generalin, das kann nur die Generalin machen. Das kann auch nur sie machen. Auch nur sie. Ekondayo kann gar nichts machen. Was ist denn hier? Ah, ich kann die Hauptstadt aufwerten. Richtig. 100 Baupunkte. Das ist ein Projekt. 7 Tage. Das könnte man theoretisch machen, ja.
Kämmerer. Wirtschaft kann aufsteigen. Lebedars Fähigkeiten, das ist erstmal egal. Flüche. Ach so, ich habe Harim zu einem Aufstieg verholfen. Harim könnte jetzt sich wieder an ein Fluchprojekt setzen. Das ist natürlich mega teuer und bringt erstmal wenig, aber es gibt eine Steam-Errungenschaft dafür, glaube ich. Und eben weil es so lange dauert, ist es irgendwie auch sinnvoll, das zu tun, wenn man gerade noch irgendwie Zeit hat. Und gerade brauche ich ihn nicht. 60 Tage 100. Was sind das günstigste Projekt? Moment, ich mal hier durchblättern. Es sind 5 Stück. 200, das ist zu viel. 100 ist schon besser. 125 ist doof. 65. Ach, das kannst du nicht machen. Nicht zu fassen. Also von den 5 kann ich nur 3 machen und davon ist das 100er das Beste. Allerdings ist das andere auch kürzer. Was ist jetzt wichtiger? Jena, Tannhausen. Das Kerzenmeer. 90 Tage. Meine Fresse. Mach das Kerzenmeer. Startet das. Dann ist das weg. Und ich würde jetzt tatsächlich wieder einen Rangaufstieg wagen. Denn ich habe schon wieder 3. Das wäre einmal die Generalin, die ist aber gerade besetzt. Der Kämmerer ist auch besetzt. Was kann man denn machen? Mich ist auch besetzt, das ist ja toll. Ich kann gar keinen Rangaufstieg machen. Okay, also Amiri, was? Amiri, Michael oder Jubilost? 6 Tage ist Jubilost frei. Amiri in 11 Tagen. Michael in 17 Tagen. Also Jubilost. Das passt auch ganz gut, weil man ja immer Wirtschaft zuerst steigern sollte, damit man hier nicht in eine Kappung reinläuft bei den anderen Rängen, der anderen Bereiche. Das heißt, Jubilost ist in 6 Tagen frei. Das heißt, wir können jetzt eine Tour unternehmen, sinnvollerweise, die uns hilft, 6 Tage zu überbrücken. Was können wir denn da machen? Ich glaube, in 6 Tagen können wir durchaus in die Stadt von Megawarn laufen, uns angucken und anhören, was er zu sagen hat und wieder zurücklaufen und bei der Gelegenheit diese eine Karte da irgendwie am Wegesrand, das war irgendwie gefühlt, wollen wir mal ja kurz gucken, das ist natürlich nicht die gleiche Karte, aber das hier war die Krallenspitze, glaube ich. Und hier irgendwo gab es so eine Karte, wo ich den Weg dort gefunden hatte, aber noch nicht drauf war. Da können die Helden jetzt also nach Warnholm laufen, das hier irgendwo liegt, können sich mal anhören, was er zu sagen hat und können auf dem Rückweg, wenn es da keine Katastrophe gibt, auf dem Rückweg hier diese Karte sich anschauen und erkunden und dann wieder in die Hauptstadt zurücklaufen. Dann sind, da es das doch einige Strecke ist, dann sind da wahrscheinlich 6 Tage relativ gut überbrückt und sinnvoll genutzt. Ja, das klingt gut. 48 Baupunkte sind im Moment vorhanden und ich will da auch erstmal ein bisschen sparen, da der Statthalter von Narlwacht ganz bestimmt neue Baupläne hat. Das heißt, da warte ich jetzt auf Input, was in Narlwacht zu kaufen ist. Und mit der diplomatischen Mission, dem Besuch, dem Staatsbesuch kann man sogar sagen, dem Staatsbesuch von Baron Dringil in der Baronschaft Warnhold, heißt sie, glaube ich, genau, Warnhold, bei Megawarn, geht es dann weiter vor den Toren Großgewirrdorfs im Kreise der Stammgruppe. Gleich am Beginn vom nächsten Teil. Bis dahin!